Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fasson und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ReZero to Roly. Ich versuche mit einem Anfangskapital von nur 10 Euro und dem Ein- und Verkaufen von Produkten, sei es jetzt Neuware oder Gebrauchtware, das ist völlig egal, mir in 2 bis 3 Jahren davon eine Rolex zu finanzieren. Falls du mal eine Folge ReZero to Roly verpasst haben solltest, dann ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe dir hier oben eine Playlist erstellt, wo du wirklich jede Folge findest. Und zum Anfang würde es mich natürlich wie immer übel supporten, wenn du mir ein Abo da lässt und die Glocke anschaltest. Weil so verpasst du keine neuen Folgen mehr und wir bewegen uns so langsam aber sicher auf die 7000 Abonnenten zu. Die letzte Folge ReZero to Roly haben wir mit einem freien Kapital von fast 6900 Euro beendet und jetzt würde ich sagen, kommen wir einmal zu den Verkäufen. Da fangen wir einmal an mit den Transformers Action Figuren. Da konnte ich ja insgesamt 90 Stück mitnehmen. Der Verkauf in den letzten Monaten war echt wirklich schleppend und da konnte ich jetzt nochmal zusätzlich 16 Stück verkaufen, sodass wir ein freies Kapital abzüglich eBay-Gebühren und abzüglich meiner Versandkosten von 607,84 € haben. Und jetzt haben wir von den kompletten 90 Stück insgesamt die letzten 2 Folgen 31 Stück verkauft. Dann geht's auch schon weiter mit Gebrauchtware. Ich konnte ja im Secondhand-Shop 21 Aschenbecher mitnehmen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Aber ich konnte das Ganze an eine Gastro verkaufen. Das war offline und da habe ich für die 21 Stück 60 Euro auf die Hand bekommen, was meiner Meinung nach übelst in Ordnung geht. Dann geht's weiter mit den Secondhand-Shop Brettspielen. Die ganzen Knaller, die ich gefunden habe, haben sich auch relativ schnell verkauft. Unter anderem ein Monopoly für 24,99 €. Übrig geblieben sind 18,49 € und somit haben wir wieder ein freies Kapital von fast 7500 €. Dann geht's weiter mit dem Brettspiel Hotel. Da konnte ich 55,99 € dafür bekommen, abzüglich eBay-Gebühren und dann aber auch wiederum Versandkosten, bleiben da mir 45,99 €. Cluedo von Parker habe ich auch einmal erfolgreich verkaufen können. Da sind bei mir 9,49 € hängen geblieben. Und jetzt, Freunde, wisst ihr, warum ich in den Secondhand-Shop gehe. Wenn ihr richtig gute Secondhand-Shops habt und da auch richtig gute Ware beziehen könnt, wofür ihr fast gar nichts bezahlt, kann man somit seine Gewinnmarge definitiv in die Höhe schnellen lassen. Dann geht's weiter mit dem Schachcomputer. Das sind 18,49 € hängen geblieben. Weiter geht's mit Risiko von Parker. Auch dieses Brettspiel ist ein No-Brainer. Also das heißt, du kannst es immer wieder mitnehmen. Es verkauft sich so oft auf eBay. Da habe ich 34,99 € für verlangt. 27,49 € sind übergeblieben. Und somit sind wir wieder bei einem schönen freien Kapital von 7600 €. Die Fila-Roller konnte ich auch einmal erfolgreich verkaufen. Da sind 20 € hängen geblieben. Dann switchen wir jetzt einmal von Gebrauchtware wieder auf Neuware. Ich war ja in einem Technikgeschäft und da konnte ich ein ganzes Konvolut an Vinyls mitnehmen. Die gab es im Angebot für je 10 €. 28 Stück habe ich mitgenommen. Und jetzt mit der Zeit habe ich die dann einmal verkaufen können. Insgesamt 28 Stück sind weg und dafür habe ich 643,72 €, die übergeblieben sind, bekommen. Was dann einen Win von ca. 400 € ausmacht. Und das, meine Freunde, schmeckt. So langsam aber sicher bewegen wir uns hier wieder auf die 10 Riesen zu. Dann geht's weiter mit den Grundig-Kopfhörern. Da konnte ich ja über 4 Wochen hinweg 200 Stück bekommen. Also immer 50, 50, 50 und nochmal 50, sodass es 200 ergibt. Da konnte ich anfangs 12 Stück verkaufen und bei diesen 12 Stück sind 199,20 € übergeblieben. Ein sehr, sehr geiler Deal mit einer richtig dicken Gewinnmarge kommt jetzt einmal. Ich konnte ja 24 Adobe Photoshop Elements mitnehmen. Schade, dass da das Limit so begrenzt war, Freunde. Sonst hätte ich da viel, viel mehr einkaufen können. Ich habe ja dafür so circa 25 € bezahlt im Einkauf und habe die dann so circa für 50, glaube ich, oder 55 € verkauft. Die Versandkosten waren da relativ gering. Da das einfach eine Box war, die konnte ich in eine Versandtasche reinkloppen und ab damit. Und glaubt mir, Freunde, 24 Stück verkauft. Und es sind übergeblieben, also abzüglich Versandkosten und eBay-Gebühren, 1041,36 €.
schmeckt. Und das letzte, was ich einmal komplett abverkauft habe, sind diese Razer-Mäuse. Davon habe ich 17 Stück gehabt. 17 Stück haben sich dann auch wiederum verkauft. Und da ist ein Kapital von 849,83 € übergeblieben. Und somit sind wir hier wieder bei einem freien Kapital von über 10.000 €. Du fragst dich jetzt bestimmt, ja Fassler, schön und gut, dass du jetzt wieder über 10.000 € bist, aber warst du doch schon mal? Ja, das stimmt. Aber im Hintergrund haben wir ja noch das ein oder andere Produkt, was sich noch nicht komplett abverkauft hat. Und so langsam aber sicher bewegen wir uns auf die 22.000 € Kapital zu, die wir benötigen. Da hauen wir dann nochmal 45% Steuern runter. Das ist einfach pauschalisiert, damit es einfach gerechnet ist. Du kannst ja deinen persönlichen Steuersatz, wenn du den weißt, da einmal abrechnen. Und was machen wir mit so einem riesengroßen freien Kapital wieder? Richtig, wir müssen versuchen, dieses riesengroße freie Kapital zu dezimieren und Waren einzukaufen. Wie du siehst, habe ich mir im Secondhand-Shop erstmal Kleidung angeschaut und für die ganzen Sachen im Secondhand-Shop, die jetzt einmal kommen, habe ich insgesamt nur 6 € bezahlt. Und hier sieht man dann auch wiederum ein Fanshirt von Grönemeyer. Das habe ich einfach mal mitgenommen, das fand ich cool und ich wette mit euch, dafür gibt es bestimmt einen Käufer oder Käuferin. Natürlich musste ich mir mal wieder die Brettspiele anschauen und diesmal habe ich gar nicht mal so geile Brettspiele gefunden. Unter anderem habe ich einmal Warte und Pass auf von Ravensburger gefunden. Dieses verkauft sich so circa für 8 € plus Versandkosten. Dann haben wir einen Klassiker Coco Crazy, kann man eigentlich in jeder Version mitnehmen. Das bringt so circa 18,99 €. Und zu guter Letzt eher ein Low Budget Brettspiel, nämlich Schnappi von der Marke Norris. Und dafür bekommt man so circa 7 € inklusive Versand. Dann gibt es im Secondhand-Shop auch so eine kleine Technikabteilung und da habe ich diesmal, warum auch immer, einen Schachpartner gefunden. Finde ich cool, Schachpartner gehen richtig, richtig gut. Ihr wisst ja, dafür bekommt man so circa 25 bis 30 Euro im Verkauf.
Im nächsten Shop angekommen, gab's Kissen. Und das waren ganz spezielle Kissen. Das waren nämlich Kissen, die man auf Gartenstühle legen kann. Und ich kenne ja einen Gastronom, der hat auch einen Außenbereich und Co. Und da habe ich mir gedacht, für 1,44 Euro, da kann man definitiv nichts verkehrt machen. Ich habe dann auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Also solche Kissen verkaufen sich einzeln fast überhaupt nicht, aber in zum Beispiel solchen Sechser-Bundles. Und in einem Sechser-Bundle bringt das fast 50 Euro. Zu Schnäppchen kann ich einfach nicht Nein sagen und deswegen habe ich insgesamt mal 30 Stück mitgenommen und das war auch relativ überschaubar. 43 Euro und 20 Cent habe ich dafür bezahlt. So Freunde, Shoppingtour beendet und dann habe ich natürlich mal wieder im Internet nach Deals geforscht und da gab es wirklich einen absolut geilen Deal mal wieder. Und ihr wisst, wenn ich so etwas sage, dann habe ich dann meistens immer öfters auch wiederum eingekauft und es handelt sich um die Nische Handys, nämlich dieses geile Teil. Ein Samsung Galaxy M53 5G gab es nämlich im Angebot für 179,99 €. Der Deal wurde auch über Discord-Server oder aber auch über die Telegram-Deals-Gruppe oder WhatsApp-Deals-Gruppe geteilt. Wenn du in die Gruppe gehen möchtest, also das ist auch völlig kostenfrei, dann kannst du ja gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Was man dafür verlangen kann, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn Handys verkaufen sich wie geschnitten Brot. Klar, es gibt ab und an mal Handys, die brauchen ein bisschen, also jetzt zum Beispiel Samsung ist ja weltbekannt, kann man immer verkaufen, aber es gibt ja auch zum Beispiel Xiaomi-Handys und so weiter und so fort, die brauchen dann meistens ein bisschen im Verkauf. Du willst jetzt bestimmt wissen, wie viel ich eingekauft habe und jetzt haltet euch fest, einmal anschnallen bitte. 37 Stück konnte ich einmal über Umwege bekommen und 37 mal 179,99 ergibt 6.659,63 €. Und somit haben wir unser freies Kapital definitiv reduziert. Wir haben noch nicht mal mehr 4.000 Euro auf der hohen Kante, was auf jeden Fall der Plan war. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge ReZero to Rolly. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir natürlich wie immer übel supporten, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und einmal in die Kommentare schreibst, wie du diese Folge findest. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge ReZero to Rolly. Alright!